Hallo, liebe Gaming-Freunde, und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer weiteren Folge Let's Play Dark Souls 3. So, in der letzten Folge sind wir ja von der blöden Ratte in dem anderen Raum da runtergeworfen worden. Aber ich habe hier was gefunden, und zwar geht hier eine Leiter nach oben. Und zwar, hier ist der Riese drin. Da wollte ich eigentlich jetzt noch nicht reingehen, weil ich noch nicht mehr viel Estus habe und ich eigentlich schauen wollte, ob ich irgendwo ein Leuchtfeuer finden kann. Weil ich weiß nämlich nicht, ob ich den triggern tue, wenn ich da reingehe. Deswegen warte ich jetzt hier noch. Wir gehen auf jeden Fall nochmal hier zurück. Dass wir mal schauen können, auch was der droppt. So, dann gehen wir jetzt auch mal hier rein, weil hier habe ich nämlich eine Leiter gesehen. So, hier war auf jeden Fall eine Kiste gestanden. Eine Mimik, wie die ihr erkennen könnt. Dafür gibt es bald ein Tutorial bei mir auf dem Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr euch das anschaut, dann habt ihr auch leichter, dass ihr die erkennt, ob es wirklich eine Kiste ist oder ob es eine Mimik ist. Genau. So, dann gehen wir mal hier hoch jetzt. Ich wollte nämlich eigentlich da hinten bei den Ratten weitergehen. Wo wir hier überhaupt langkommen jetzt. Geht ziemlich weit hoch. So, Dalazzi. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Ich glaube, ich weiß schon, wo wir sind. Okay, das ist beim Riesen auf jeden Fall. Hier kann man wieder reingehen. Aber ich weiß eben nicht, ob ich darüber springen kann oder ob ich es mir trauen soll. Ach komm, scheiß drauf. Probieren wir es einfach. Okay. Blitzbolzen. Cool. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir aber. Hier kommen wir jetzt nicht lang. Wir gehen jetzt einfach wieder hier rein. Die haben wir ja schon getötet. Gehen wir jetzt einfach da hinten wieder runter. Und dann müssten wir jetzt eigentlich bei den Rattenviechern da vorbeikommen. Dürfte eigentlich nichts mehr leben jetzt groß. Okay, dann sind wir schon wieder hier. Puh, Schwein gehabt. Auf jeden Fall gab es eine interessante Stelle hier. Aber das Handy sieht auch so komisch aus. Als wenn da irgendwie noch ein Weg ist. Ich muss echt mal schnell hingucken. Hoffen wir nicht, dass der aufwacht hier. Da ist auf jeden Fall eine komische Hexe wieder drin. Okay, gehen wir mal hier weiter. So, und jetzt gehe ich da runter. Ich hoffe aber, dass ich nicht irgendwie wieder runtergebackt werde. Übrigens, erster schwerwiegender Glitch oder Bug oder was es war, was ich bis jetzt mitbekommen habe, so in dem Spiel. So. Jaucheküchlein gibt's. Sag jetzt nichts, hier gibt's nichts mehr. Öffnen. Lass kein Bossraum sein, das sieht nämlich ganz komisch schon wieder aus. Ah, jetzt, okay, ich glaube, wir sind jetzt unten, in dem unteren Teil von der Gefängniszelle da. Okay, es sind drei Hexen. Drei Hexen sind ein bisschen krass, ja, dann komm du mal gleich her. Boah, was ist denn da los? Alter Schwede. Boah, es hilft überhaupt nichts. Was ist denn das für ein krasser Scheiß? Warum habe ich jetzt so viel Leben verloren? Mann! Ich hoffe, dass es irgendwann mal ein Leuchtfeuer ist. Geht es jetzt noch weiter hoch oder geht es nicht weiter hoch? Mann, Mann, Mann.
Warum sind denn hier so viele Hexen? Wo kommen denn die alle her? Schauen, dass die mir jetzt nicht gleich wieder gekillt. Elendiges Vieh. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal hier reinpullen. Oder ist es nur der Nebel, was die da so kotzen tun? Eins, zwei, boah. Das ist der Nebel, glaube ich. Ich dürfe nicht mit dem Nebel da irgendwie in Berührung kommen. Oh, das war wieder klar, Andi. Mann, ist das ein Scheiß. Verballe die ganzen Estus hier mit den Scheißviechern. Wertharobe. Eins. Zwei, drei. Geh jetzt einfach mal hier lang. Vielleicht ist hier irgendwo ein Leuchtfeuer für mich. Alles klar, was ist das? Drachenkörperstein. Geil. Geile Aussicht. So, das ist auf jeden Fall ein Shortcut, oder? Gehen wir hier mal rauf. Das sieht aus wie ein Shortcut. Den holen wir uns aber noch. Blitzklinge. Oh. Ja, toll. Muss hier wieder runterspringen, wieder Energie verlieren. Mann. Scheiße. Gibt's den Hebel oder sowas? Na super. Hier gibt's keinen Hebel. Ich dreh durch. Gibt's draußen Hebel? Oh, hier gibt es einen Hebel. Sehr gut. So, aber jetzt wirklich nach oben. Vielleicht gibt es da oben ein Leuchtfeuer. Bitte lass ein Leuchtfeuer da sein. Ich will auch nur ein Leuchtfeuer haben. Durch. Okay, hier ist Loot. Seele. Okay, ich glaube, ich habe einen Shortcut gerade gefunden. Okay, das ist schon mal sehr gut. Da sparen wir schon mal sehr, sehr, sehr viel von dem Weg. Genau, da vorne ging es ja links und geht es hier dann später rechts. Verstehe ich. Okay, das verstehe ich. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter. Oh, warum ist hier kein Leuchtfeuer, Mensch? Geht's noch weiter hoch? Geht's hier noch weiter hoch? Ah, hier geht's runter. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe. Ich glaube, da geht's trotzdem noch weiter hoch. Das ist wieder so ein Fahrstuhltrick. Dass wir praktisch auf den Fahrstuhl rauf müssen, runterspringen und dass dann die andere Ebene runterkommt. Probieren wir jetzt gleich mal. So. So, schauen wir mal, ob jetzt hier noch was runterkommt. Vielleicht haben wir uns ja auch vertan. Okay, kommt nichts runter. Dann müssen wir wieder runter. Ich habe nur noch eine Estus, Leute. Hm.
Wenn ich jetzt aber hier lang gehe, zurückgehe und mir das... Ja, das ist ein ziemlich weiter Weg, ja. Ne, das machen wir jetzt mal nicht. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Schauen wir mal durchkommen. Wenn wir sterben, sterben wir. Dann probieren wir es halt nochmal. So, okay. Dann gehen wir hier weiter. Hier gibt es aber jetzt keinen Loot irgendwie, oder? Was bieten denn die an? Die haben irgendwas angebetet. Hm, okay. Dann gehen wir weiter. Wieder durch die Hölle. Durch die Hexenhölle. Boah, ich hasse die Hexen, ey. Das hilft jetzt nicht. Wir müssen jetzt irgendwie killen, Leute. Und gehen wir jetzt erstmal hier durch. Oh, da ist schon wieder so ein ekliges Ding. Okay. Loot, 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 loot. Okay, Glut war das. Da ist auf jeden Fall Loot drin. Okay, gehen wir hier weiter. Boah, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl hier. Das ist bestimmt gleich irgendwie so ein Boss. Das schaut irgendwie bestimmt ganz komisch auch schon wieder da drin. Das ist ein riesen Gebiet. Ey, da kann ich ja 20 Folgen schon über das Gebiet machen hier. Das ist ja Wahnsinn. Alles klar, was ist da oben? Schauen wir mal, wo ist denn das? Hä? Ich hatte doch ein Fernglas. Was ist denn im Fernglas? Kann ich das hier nicht ausrüsten? Hatte doch ein Fernglas. Oder muss ich das hier ausrüsten? Hier unten drin. Hä? Bin ich jetzt blind oder was? Hat er doch ein Fernglas? Okay. Ich wollte jetzt nämlich eigentlich mal schauen, was das da für ein Ding ist. Gottlose Hauptstadt. Alles klar. Boah, was ist denn das? Oh Gott, ich werde sterben, ich sehe es jetzt schon. Ist hier irgendwo ein Leuchtfeuer? Boah! Scheißegal, ich renne jetzt hier einfach weiter. Ich will einfach nur ein Leuchtfeuer, Leute. Wird es auch irgendwo ein Leuchtfeuer geben, ne? Da ist ein Bonfire. Und wie komme ich da hin? Hier runterklettern. Da gibt es leider noch oben. Und da ist ein Bonfire.
So, Estus gleich mal reinklatschen. Wollen jetzt hier nicht sterben auf die letzten 2 Meter. So, mal Dinner. Knochensplitty. Und Dutz. Okay, Leute. Wie es dann hier weitergeht, ich möchte eigentlich hier noch gar nicht weitergehen, weil das da schon wieder aussieht wie so ein neues Gebiet. Ich wollte eigentlich erst da hinten noch weitermachen. Das schauen wir uns aber dann in der nächsten Folge an. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, lasst ein Abo da. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.